Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Liegt daran, momentan immer wieder Probleme und Ärger und hast du nicht gesehen. Ist auch egal, geht euch auch eigentlich gar nichts an und es sind meine Sachen. Es ist halt privat ein bisschen was im Argen gewesen. Jetzt halt, dass viel passiert ist. Ihr hört es ja auch selber noch, ich bin hier noch ein bisschen verschnupft. Das liegt momentan am Wetter, was mit den Pollen und alles zu tun hat, weil ich bin ja Allergiker und das ist einfach grauenvoll teilweise. Aber egal. Ich und René, wir waren jetzt unterwegs dieses Wochenende für euch und waren auf der zusammengebaut bei mir hier in der Ecke in Borken. Borken ist ja knapp 10 Kilometer von mir entfernt. Und diese Ausstellung rein für Lego, Mocker und Designer oder auch mit fertigen Modellen findet jährlich eigentlich statt. Und das jetzt eigentlich schon seit, ich glaube, 2014. Nee, länger, länger. 2012, irgendwas sowas. Also es findet auf jeden Fall länger statt und durch Corona ist es ja jetzt eine ganze Zeit lang ausgefallen und jetzt war es endlich wieder so weit, sie hat stattgefunden und ich habe mich gefreut. Ich bin da regelmäßig und gucke mir da also die Sachen an, weil es ist einfach mega spannend, was manche Leute daraus bauen und auch dieses Jahr sind wir nicht enttäuscht worden. Es gab viel zu sehen und wir haben viele, viele Fotos und Videos für euch gemacht und die werden wir uns jetzt auch zu Gemüte führen. Ich werde das als kleine Slideshow machen und als ein wenig kommentieren nebenbei und werde es euch dann dementsprechend präsentieren jetzt. Und wir werden auch mal so verschiedene Sachen durchgehen. Also das größte Highlight war für mich persönlich dieses eine Technikgebilde, was ihr dann auch sofort erkennen werdet, warum, wieso, weshalb das so spannend und interessant ist. Das wird euch auch garantiert faszinieren. Ich würde sagen, ich baue jetzt ein bisschen um, damit ich hier meinen Laptop auf den Tisch kriege und dann gucke ich mal, wie wir das gestalten, dass ich euch die Bilder zeigen kann und dementsprechend kommentiere und sage, was ihr da seht. In diesem Sinne geht es jetzt weiter. Einmal Bildwechsel und weiter geht's. So, also wenn ihr in den Saal reingekommen seid, dann habt ihr zwei Rundgänge gehabt. Einmal einen großen und einen kleinen quasi. Es ging halt immer im Kreis. Also durch die aktuellen Corona-Verordnungen ist das halt so gelöst. Und auf dem ersten Tisch seht ihr dann halt gleich hier ein kleines Star Wars-Diorama-Mock mit den bekannten Star Wars-Sets. Auch mit dem AT-AT. Zumindest steht es auch so dabei. Wir haben jetzt keinen dabei stehen gesehen, den wir mal hätten fragen können. Und außerdem ist ja Star Wars nicht unbedingt jetzt unser Themengebiet. Da haben wir die ganze Geschichte noch mal aus einem anderen Winkel. Hier neben an der Seite, da seht ihr schön, haben die Baumeister meistenteils ihre ganzen Steine ausgestellt, wo sie überall waren und was sie überall schon gemacht haben und wo sie gezeigt haben, dass sie bauen können. Dann hat er hier neben auch noch eine große Westernlandschaft stehen gehabt, die halt richtig cool war. Die fand man auch mega cool. Da gab es halt einiges zu entdecken, aber so eine Westernlandschaft ist halt auch, ja, jetzt nicht das Nonplusultra. Da kommen wir nachher zu ganz interessanteren Sachen. Das ist halt jetzt in der Mitte hier so ein Coming Soon, was wahrscheinlich dann in die Westernlandschaft eingebettet werden soll. Das ist so ein Sandwurmangriff oder sowas. Da werden wir uns wahrscheinlich überraschen lassen. Links und rechts seht ihr jeweils nochmal Layouts von dem Geldspeicher, den er gebaut hat. Das ist der Geldspeicher von Dagobert Duck. Rechts als kleines Diorama, links halt dieses ganze Equipment. Oben drauf stehen noch die ganzen Figuren. Davon haben wir leider verpasst, Bilder zu machen. Daneben auf der rechten Seite seht ihr noch ganz angehaucht, sind verschiedene Fahrzeuge aus der Lego-Welt, die der hergebaut hat. Fanden wir aber jetzt auch nicht so spannend, weil das sind 0815 Sachen, die wir überall gesehen haben, die jeder kennt, gerade wenn man Kinder hat oder sowas, die kleinen Polizeiautos, Feuerwehrautos und. Ist jetzt nicht unbedingt unser Metier, weil ihr kennt uns, wir sind ja mehr auf Technik fixiert und da kommen wir jetzt auch bald dazu. Mit dem habe ich mich lange unterhalten, mit dem Dieter. Er hat mir das der System von den Sachen hier von den Gebilden auch genau erklären lassen. Die werde ich jetzt auch in naher Zukunft selber nochmal bauen. Steine dafür habe ich schon geordert. Weil ich finde das einfach mega interessant ist, dass man solche Körper da aus diesen Steinen rausbauen kann. Ich zeige euch das dann auch genau, wie das dann funktioniert. Ich habe die in mehreren Formen, haben wir die fotografiert. Nicht nur ich, sondern auch René. Da sieht man halt auch,
zum größten Teil, wo die Reise hingeht und wo halt auch Schwachpunkte sind. Da werden wir aber gezielt nochmal drauf eingehen, wenn ich diese Sachen baue. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob René die auch eventuell bauen wollte, weil er fand die nämlich auch sehr spannend. Dann gab es vorne vor der Bühne ein großes Bild von einem Löwen, Tiger, das sage ich schon Löwe, Tiger ist es. Ein weißer Tiger, halt komplett zusammengesetzt aus Steinen. Aber da hatten wir auf der anderen Seite noch interessantere Bilder, die halt wirklich mit Dots gemacht sind, beziehungsweise auch mit diesen runden Steinen. Wenn man weiter weggegangen ist, dann hat man da wirklich auch einen Blick dafür gehabt. Also gerade hier in der Mitte der Freddie Mercury, den fand ich echt cool. Und da hat auch René gesagt, den Mercury oder oben den mit der Trompete, den will ich mir in die Bude hängen. Ich bin da eher für Deadpool unten gewesen, weil ich bin ein absoluter Fan von Deadpool. Und ihr seht, wie groß das ist und was das für eine Arbeit ist, ne? Diese Sachen da wirklich zu bauen. Und das sind halt diese runden Einmaleinsteine. Das ist echt krass, diese Dots. Oder Stats, wie ihr das nennen wollt. Das ist schon geil. Ja, und das war unser Lieblingsobjekt an dem Tag. Da haben wir auch wirklich lange davor gestanden und haben das beobachtet, weil das einfach mega spannend ist. Die Kernfunktion ist hier dieses Außengebilde hier. Das bewegt sich, das dreht sich immer im Kreis. Und hier in der Mitte habt ihr eine Spirale, die sich auch dreht und jedes Mal zusammenzieht, ungefähr bis auf diese Höhe und dann wieder auseinanderfährt. Das haben wir auch noch als bewegtes Bild. Jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Impressionen dafür. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Also der gute Mann hat auch viel, viel, viel Zeit darin investiert. Und das ist einfach mega spannend gewesen, fand ich. Und wir sind da wirklich sehr lange davor stehen geblieben und haben uns das angeschaut. Hier haben wir das erste Video davon. Da seht ihr, wie sich das dreht und jetzt hebt es sich. Und durch den Mechanismus wird das umgeschaltet und dann senkt sich das Ganze wieder. Da haben wir die ganze Technik mit abgefilmt, weil wir das wissen wollten, wo jetzt was funktioniert. Weil wir haben auch ein bisschen darüber diskutiert, wie schaltet der jetzt um, wie funktioniert das genau, ohne erst mit dem zu sprechen, sondern uns erstmal selber ein Bild davon zu machen. Ihr kennt uns ja, wir sind ja da sehr technikaffin und wollen uns die Sachen auch selber dann erstmal klar werden, was sehen wir da, wie kann man sowas gestalten, wie ist sowas gestaltet, bevor wir dann halt mit dem Mann, mit dem Designer halt auch ein bisschen ins Gespräch kam und darüber gesprochen haben, was da ist, wie lange er für verschiedene Sachen gebraucht hat. Also er hat gesagt, alleine für den Mechanismus, den man hier hinten sieht, damit das richtig funktioniert mit dem Umschalten von den Richtungen, da war er 3 Stunden nur beschäftigt, nur um das einzuordnen, wie das dann am besten funktionieren kann. Wir haben das jetzt nochmal in der großen Übersicht, damit ihr das komplett sehen könnt, was sich da bewegt, was sich dreht. Unten seht ihr auch noch, war so ein Leuchtfeld. Das war aber hinten ausgeklammert. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht zu viel Druck ist, aber ihr seht auch hier, der Strom kommt hier hinten über ein Netzteil, der hier dann reinläuft und hier vorne in der Akkubox dann endet. Ist zwar ein bisschen gepusht, aber ist okay. Ist okay. Also mit normalen Akkuboxen oder sowas kriegt man sowas ja sowieso nicht auf die Reihe. Dafür muss man sich dann halt gucken, dass man dann hier solche Wandler einsetzt, damit das auch besser funktioniert. Der hat auch hier extra nochmal seine Hypercars gehabt. Der Ferrari in der Mitte ist ja ganz neu, ganz frisch auf dem Markt. Und das sind ja halt die großen. No. Wenn man weitergegangen ist, kam man dann hier an einer Dampflok vorbei, die wirklich sehr schön gestaltet ist und auch recht groß ist. Und das finde ich echt cool, wie groß die eigentlich ist. Also das war schon echt. Puh. Da ist auch viel Liebe zum Detail drin, wenn man sich überlegt, hier die ganzen Steine aufzusetzen und alles. Da arbeitet man schon einige Zeiten dran, um halt sowas vernünftig auf die Reihe zu bringen. Vom selben Designer gab es hier auch eine kleine Kettensäge von Stihl. Wir haben jetzt nicht geguckt, ob die wirklich funktioniert oder nicht, weil es ist ein schönes, kleines Objekt zum Angucken. Vor allem dann auch mit den Schildern und alles drum und dran, dass das wirklich gemacht ist. Das ist echt cool, ne? Das muss man wirklich sagen. Da gibt man sich wirklich Mühe bei sowas. Da gab es auch hier diesen großen Bohrhammer. Das Ding war ja wirklich mega groß.
Hier unten seht ihr noch eine ganze Reihe von historischen Lego-Schiffen, also alten Schiffen, die es halt von Lego gegeben hat. Und danach kamen dann auch schon wieder Mocs von Jonas Pabst. Waren die alle? Also ihr seht halt hier Diorama, eigene Mocs, die er kreiert hat. Da waren auch Puzzleboxen dabei. Hier sowas wie dieses Milwaukee Art of Museum. Und Figuren und hast du nicht gesehen, da war so viel, was gebaut worden ist, was im kleinen Stil ist, was wirklich schön ist an kleinen Sachen. Das macht dann Spaß zuzusehen, dass da die Leute sowas gebaut haben. René hat lange gebraucht, um hier auch diesen Drachen davon zu fotografieren, weil der stand ja auf so einem Turntable. Da hat er immer den falschen Zeitpunkt erwischt, ein Foto davon zu machen. Da hat er ganz viele Bilder davon gemacht, damit er den auch wirklich aus jeder Perspektive dann hatte irgendwie. Weil er das einfach mega interessant fand. Diesen Drachen, ich denke mal, da geht es auch wahrscheinlich eher um eine Idee für Christina drum. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, was dabei vielleicht rauskommt. Daneben hier eine riesengroße Eislandschaft. Ist sehr spannend, das wäre gerade hier was für Kinder gewesen, wo man gucken und staunen kann. Also die Dioramen sind sehr viele vertreten und das hat auch wirklich dann Spaß gemacht, wirklich zuzusehen, dass da wirklich so viel Liebe zum Detail drin ist. Und Entschuldigung, das ist Wahnsinn. Dann kommen wir hier zu den Brick Wars. Den Designer für die Designergruppe für Dings. Ach, sag schon, Star Wars und Space-mäßige Sachen, auch Enterprise und sowas steht auch dabei. Die zeigen wir euch jetzt hier so nach und nach. Hier haben wir jetzt den Resistance Troop Transporter. Dann gab es verschiedene kleine Schiffchen. Dann hatten wir auch hier noch einen alten PC stehen. Dann haben wir hier diese kleinen Enterprise-Sachen von Force of Bricks, die halt echt cool gemacht sind. Wenn ich da überlege, was da Blue Bricks raushaut, die sind echt cool auch hier, diese kleinen Sachen. Ferengi-Schiffe, Klingonenschiffe und hast du nicht gesehen, hier die NCC 1701 und dann auch hier nochmal die NX-01 aus dem Enterprise-Universum. Das macht dann Spaß, wenn man sowas sieht. Das finde ich toll. Dazu gab es hier so ein kleines ägyptisches Diorama, wo auch viel, viel, viel Liebe wieder drin steckt, was man sieht. Also, was halt vertreten war, waren wirklich halt schon sehr gute Leute und sehr gute Künstler. Also da werdet ihr bei manchen noch mal was anderes sehen. Hier haben wir jetzt mal jetzt hinten in der Ecke eine riesengroße Lego-Technik-Sammlung. Hier war viel dabei, was das Herz begehrt. Ihr seht, was da alles an der Wand steht. Wir haben da sehr, sehr, sehr viele Objekte, die halt wirklich auch begehrenswert sind. Auch von modernen Sachen, von neuen Sachen, auch wie alten Sachen. Da hat René hier einige rausgesucht und hat sie sich hier extra nochmal fotografiert gehabt, nach denen, die er noch schaut momentan oder was er auch selber noch bauen will. Das fand mir sehr spannend mit der Osprey, weil eigentlich ist es ja kein offizielles erschienenes Lego-Set, weil die ist ja da auch zurückgezogen worden, was ja jeder gehört hat. Spannend ist auch, was man jetzt hier neben an der Seite sieht, das sind halt auch die alten Technik-Sets. Den Hubschrauber hat René noch fotografiert. Den Defender, weil ich den ja auch hier stehen habe, den ich ja aus China hatte. Auch dann hier die uralten Lego-Technik-Sachen. Das ist halt dann mal interessant zu sehen, wie die damals halt ausgesehen haben, diese ganz alten Sachen. Das ist Wahnsinn, wenn man heute überlegt, was man da alles für Formen drin hat. Ich entschuldige mich für meinen Husten zwischendurch, das ist ab und zu leider notwendig. Hier sind wir jetzt bei Acrobricks und die haben einen riesengroßen Bauernhof. Das waren 9 Quadratmeter Fläche, da haben wir sehr viele Bilder auch davon gemacht. Ich muss mal einen kurzen Break. So, das war der kurze Break. Also hier haben wir viele, viele Bilder gemacht. Ihr seht auch hier, normalerweise wurde gesagt, keine Fremdmaterialien benutzen, aber wie hier sowas bei dem Gülle-Ding, es geht nicht anders. Da muss man das mit einer Holzplatte simulieren, als würde da halt jetzt Sachen drin sein. Dann haben wir jetzt hier verschiedene Fahrzeuge, Gruber, Äcker und Gebäude vor allen Dingen. Das ist wirklich toll gemacht. Die kommen ja auch hier oben bei uns aus der Ecke. Und also bei mir hier oben aus der Ecke vom Edersee.
Da ist schon einiges, was da auch geboten wird. Vor allem diese Friemelarbeit, die Friemelarbeiten mit den ganzen Maiskolben und sowas, das ist schon echt erstaunlich, was da auch gemacht wird. Das wäre mir halt nichts, auch das hat auch René gesagt, ich würde dabei wahnsinnig werden, diese ganzen Maiskolben aufzustecken. Und dann gesagt habe, guck mal das mal das Weizenfeld an, das ist noch schlimmer. Vor allem dann auch mit den ganzen Details, die dann eingelassen sind, dass dann verschiedene Ähren hochstehen, runterstehen oder mit Bricks abgesetzt sind, damit das ein bisschen anders aussieht. Da haben wir jetzt hier noch eine Aufräumarbeit. Das heißt, wenn man das von der Landwirtschaft kennt, wenn der Bauer das gemäht hat, dann wird das mit so einem Bänder in die Mitte gekehrt quasi, dann wieder aufgesammelt. Normalerweise mit einer Rundballenmaschine oder einer Pressmaschine, oder allgemein mit einer Ballenmaschine. Aber muss man nicht unbedingt. Diese Sachen haben wir dann halt auch aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, um halt möglichst viele Details zu zeigen und auch euch das näher zu bringen, weil es echt spannend ist. Da gibt es viel zu beobachten, gerade was halt den ganzen Hofbetrieb und sowas angeht. Das ist schon echt cool. Und hier habe ich dann auch ein langes Video dazu gemacht, wo ich dann wirklich einmal rumgelaufen bin. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier sieht man auch René im Bild, der gerade da selber an seinen Fotos ist. Ja, es ist wirklich spannend, wenn man das so betrachtet alles. Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, wir haben dann so rumgescherzt und rumgeflaxt. Naja, das Fachwerk ist nie gerade. Weil René wohnt in einer Ortschaft, wo es viel Fachwerk gibt. Wir sind in einer Ortschaft aufgewachsen, wo es sehr viel Fachwerk gibt. Hier bei uns im Ort gibt es sehr viel Fachwerk. Und ein Fachwerk, was geradlinig ist, gibt es nicht. Das ist nicht drin. Aber das geht halt mit den Steinen. Es ist auch ziemlich schwer umzusetzen, das muss ich auch sagen. Da muss man auch mal Abstriche machen. Aber so eine Schräge oder sowas hier und da, das wäre schon drin, finde ich. Also meckern auf hohem Niveau. Dann habe ich fotografiert das sinnloseste Lego-Set aller Zeiten, finde ich persönlich. So diese Adidas-Schuhe. Tut mir leid, wer sich das ausgedacht hat, der gehört erschlagen normalerweise. Ich finde die Quatsch. Aber absoluter Quatsch. Nur weil es Adidas-Schuhe sind, muss ich da kein Set draus machen. Also irgendwo hört auch die Liebe zu den Klemmbausteinen und zu Lego speziell halt auf. Jetzt sind wir hier bei, jetzt muss ich mal kurz auf die Visitenkarte gucken, weil die habe ich mir nämlich extra mitgenommen, bei Brickland in the Backyard. Der hat hier einen ganzen Jahrmarkt aufgebaut mit Karussells und hast du nicht gesehen, was wirklich sehr spannend ist, weil da auch viel Liebe zu den Details steckt, weil diese ganzen Schilder und alles, die sind eigengestaltet, die sind einlaminiert, die sind daran befestigt. Ach, das ist echt Wahnsinn, wenn man sich das genauer betrachtet und vor allen Dingen, wie viele Variationen und verschiedene Sachen der da halt hier auch erstellt hat und was da alles los ist und das Rumgebusel. Hier haben wir jetzt hier eine Bude, habe ich extra fotografiert gehabt. Also in allen Richtungen, weil ich die echt lustig fand und diese ganzen Sachen fand ich auch mega süß. Das ist echt cool. Hier ist auch nichts Strombetrieben bei gewesen. Das ist dann, wenn dann alles mit den Fahrgeschäften wie dem roten Baron im Hintergrund, alles handbetrieben. Auch das Riesenrad und sowas. Wirklich alles von Hand. Der Koch lacht sich da drinnen kaputt, das sehe ich. Fand ich wirklich cool und klasse. Hier hat René euch nochmal die LEDs aufgenommen, damit ihr das auch mal seht, was da an Geblinkert rundum war. Ist halt nur kurz, weil wir fanden das sehr interessant und wollten euch das auch mal zeigen, dass da auch ein bisschen Licht und ein Effekt dabei ist.
Das seht ihr hier neben auch an der Seite nochmal diese große Station. Er hat das regelmäßig angeschubst, um das zu zeigen, dass sich das alles auch bewegen kann. Der Freefall Tower ebenso, den hat er über Seilzug hinten rausgezogen, dann ist der Schlitten hochgefahren und dann runtergefahren. Also mega, wirklich viel, viel Liebe zum Detail. An der nächsten Station hier gab es dann den Daily Bugle und mit einer ganz ordinären Straßenszene, auch mit einem kleinen Ecto 1. Das seht ihr nochmal als Überblick. Und der hat es sich hier zur Aufgabe gesetzt und hat ein Schild davor gestehen gehabt. Das ist leider hier unten nicht mehr zu sehen. In dem ganzen Gebilde sind fünf Gangster versteckt, die man dann suchen sollte. Die konnte man auch wirklich nur von vorne sehen. Und die hat man aus keinem anderen Winkel dann auch dementsprechend gesehen. Auf dem nächsten Tisch gab es dann wieder viel Gewusel und viel selbstgebautes, wie diese BASF-Zentrale, wo wir dann auch schon davor standen und haben dann gesehen gehabt, da gibt es auch ordentlich was zum Gucken. Auch diese riesengroßen, runden Steine haben wir noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich sieht, ob ich da ein Foto gerade mit reingeschoben habe. Nein, habe ich nicht. Aber auch hier ist noch ein vorgefertigtes Set, der Quickie-Imant. Und auch hier sind viele, viele, viele Details versteckt worden. Ich weiß nicht, ob ich die eben gerade mit in die Slideshow reingeschmissen habe, weil ich da so ein, zwei Sachen gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, nicht gut. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Also, was sehen wir hier noch? Wir haben jetzt hier eine große Feuerwehrstation aus Lego-Steinen. Wir haben hier hinten zwei Reihenhäuser, die gespiegelt quasi sind. Wir haben hier vorne noch bunte Gebäude und ein kleines quasi Rathaus. Da könnte man jetzt auch hier drüben etwas erahnen. Wenn ihr mal hier oben hinschaut, da tun zwei Lego-Figuren ein wenig Unanständigkeiten von sich geben. Und ja, wenn wir weitergehen, dann kommen wir hier zu dem Diner und einer Straßenszene, wo man dann hier reinschauen kann, wo dann halt auch viel unterwegs ist. Ich habe das jetzt alles auch nur noch Rundgang genannt, weil ich da auch gar nicht mehr großartig drauf geschaut habe, weil es da einfach nur noch so viel zu entdecken und zu beobachten gibt, was da alles unterwegs ist und wie die Sachen alle gestaltet sind. Das ist einfach klasse. Auch hier diese altertümliche Feuerwehr, die da gerade auch im Ausrücken ist. Das ist echt klasse. Also da ist viel Mühe gegeben worden und das auch dann entsprechend alles einzubetten. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Auch hier ein Baby in noch im Wagen. Was man da sieht, eine Banane und ein Huhn diskutieren auf dem Parkplatz. Da sind auch Leute im Rollstuhl unterwegs, da sonnen sich zwei im Gras. Dann haben wir jetzt hier auch mehr nochmal die Frontansicht. Das ist halt vorne die Stirnseite gegenüber von der Bühne, wo die ganzen großen Bilder standen. Da seht ihr, dann hält jetzt auch Homer Simpson, der auf den Zug wartet. Und die großen Gebäude, die hat René dann nochmal separat fotografiert, damit ihr seht auch wirklich, wie groß die sind. Die sind wirklich riesig gewesen. Also so grob geschätzt so 1,50, 1,80 ungefähr war das große Gebäude schon. Also das war echt mega hoch. Dann geht es weiter mit der A34. Einer kleinen Autobahn, die da gebaut worden ist. Auch hier gab es viel zu entdecken. Und das auch alles gekoppelt mit einer kleinen Zugstrecke. Da gab es halt kleine Gebauten, die da ringsrum standen und die da auch entsprechend platziert waren. Auch geht der Ukraine-Konflikt hier nicht an den Leu an den, an der Lego-Welt vorbei. Das sehen wir jetzt hier. Ist ein klares Statement vom Designer gesetzt worden. Finde ich schön, dass auch sowas dann berücksichtigt wird und dann halt auch moderne Themen, also aktuelle Themen mit aufgegriffen werden. Das ist schon klasse. Dann kamen wir hier zu den ganzen Rollercoastern. Da gab es drei Stück davon, die halt sehr cool auch funktioniert haben. Davon hat René ein spezielles Video gemacht, um das euch auch zu zeigen. Ihr seht hier, der fährt da runter, der Schlitten. Was halt hier spannend war, ist halt diese Formgebung des Wassers hier hinten. Das sind einfach nur diese Clear Blue Studs, die da reingeschüttet worden sind. Und entsprechend zu der Kette dreht sich da oben halt auch noch ein kleines Karussell. Da ist der Designer im Bild gerade. Und dann seht ihr da hinten auch immer weiter die Achterbahn fahren. Die Achterbahn links im Bild ist auch noch mit Evo-Steuerung gewesen. Also alles
automatisiert und das alles über diese Eisenbahnfunktionen hinten gesteuert mit Strom. Jo. Jo, das war's. Das war das Ende der Bildstrecke. Ich mich auch jetzt verabschieden hier mit diesem kleinen Schwanker, was ich noch gesehen habe. Hier habe ich zum René gemeint, guck mal, unser Freund Thorsten hier steht da einsam und alleine irgendwo auf der Treppe rum und ihm hört gerade keiner zu. Fand ich mega interessant, fand ich mega lustig. Also diese Ausstellung ist wirklich ein Besuch wert. Jedes Jahr sollte sie eigentlich stattfinden, halt durch Corona bedingt halt jetzt waren 2 Jahre Pause. Aber war jetzt gut, dass sie wieder stattgefunden hat. Die Eintrittspreise sind sehr moderat. Mit Erwachsenen 6 Euro, Kinder in ermäßigte 4 Euro und alles unter 6 meine ich war frei. Ja, also ich freue mich darauf, dass sie da im nächsten Jahr wieder stattfindet. Wir werden mal gucken, ob wir nicht auch noch andere Lego-Ausstellungen oder Klemmbausteinausstellungen abtängeln können. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Übersicht mit dem, was wir alles gesehen haben, was wir erlebt haben, jetzt am Wochenende. Und ich freue mich, euch am Dienstag wieder begrüßen zu dürfen, weil ich habe jetzt schon wieder 2 neue Sets aufgenommen. Ich habe jetzt auch noch mehr im Zulauf. Aktuell ist einiges im Flieger. Ich habe schwer eingekauft, auch wird es Mocs geben. Ich habe das ja eben gesehen gehabt. Ich hatte am Anfang hier schon Pneumatik auf dem Tisch stehen. Damit habe ich mich jetzt auch ein bisschen beschäftigt und ich habe da sogar ein oder zwei Sachen rausgetiftelt, was vielleicht für die ein oder anderen Designer unter euch auch interessant sein könnte. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Euch da draußen ein schönes Klemmen. Bleibt gesund und bis dann. Ciao.